Moin, Johannes hier. Ich mache gleich mal den ersten Zug, damit mein Gegner hier nicht denkt, ich bin gar nicht am Brett. Ich spiele gegen Slim Shady 10. Nehme ich zumindest mal an, dass er sich die Zahl vermutlich Englisch aussprechen lassen wird wollen. Blitz. Normale Standardregeln. 5 Minuten Bedenkzeit heute mal. Keine 3. Ein bisschen relaxed ins Wochenende starten. Ich hoffe, dass ihr auch ein entspanntes Wochenende haben werdet. Und ich habe hier schon Sorgen, den fünften Zug zu finden. Beziehungsweise mir einen fünften Zug auszusuchen, auszudenken, wie auch immer. Sorry für den Bildausschnitt. Ich sehe gerade, der sieht nicht wirklich cool aus. Aber ihr seht das Brett, das ist ja wohl das Entscheidende. Und alles andere müssen wir auch noch korrigieren. Ihr seht nämlich auch den Mauszeiger nicht. Ich hoffe, dass das jetzt behoben ist. Jo. Live während der Aufnahme für euch noch wieder gerade gewogen. Und hoffentlich kostet das nicht zu viel Konzentration für die Partie. Slim Shady 10 gibt den Schach. Nutzen wir das mal, um den Läufer zu entwickeln. Er ist in etwa auf meinem Spielstärkeniveau, weil ich inzwischen bei 1470, ja eben, 1700 wäre schön, 1470 angekommen bin. Ich habe viel zu oft Partien zwischen Tür und Angel gespielt, die irgendwie logisch dann auch schlecht geendet haben. Ihr habt ein paar von den Niederlagen hier auch im Kanal gesehen. Irgendwer hat mich dafür gelobt, dass ich Niederlagen auch zeige. Euch kurz davor zu schreiben, naja, wenn ich die nicht zeigen würde, dann zeige ich gar nichts mehr. Ist halt mal eine Phase, in der es ein bisschen schlechter läuft, aber die kennen wir alle, die wir Schach spielen. Jetzt ist die Frage, was tun wir, um unser Läuferpaar zu retten? Gar nichts mehr. Aber zumindest verliere ich hier hoffentlich jetzt keine zusätzliche Qualität. Er kann jetzt meinen König zur Bewegung zwingen, mir die Rochade nehmen. Ja. Und er kann auch die Qualität gewinnen. Wenn er meine Dame schlägt, muss ich zurückschlagen, aber dann kriege ich eben hinten seinen Springer. Jetzt muss dann eben das Endspiel gut gespielt werden. Keine Ahnung, ob ich da inzwischen einem Gegner mit 1455 hoffnungslos unterlegen bin oder ob ich vielleicht genug Schachaufgaben gelöst habe, genug Tricks irgendwo in petto habe, um ihn ein bisschen unter Feuer zu bringen. A4 wäre meine Idee, um dann den Turm noch mit ins Spiel zu holen. Wenn er schlägt, ups, wenn er schlägt, er geht aber vorbei, so wie ich es auch gerade schon angedeutet hatte. Aber das gibt mir vielleicht die Möglichkeit, hier auf der C-Linie, ups, betrunkener Turm, auf der C-Linie für etwas Bewegung zu sorgen. So will ich es mal formulieren. Hintenrum. Vorne rum. Den Bauern angreifen vielleicht. Der Bauer auf A3 wird irgendwann schwach, aber ich hätte gerne diesen Bauern im Zentrum erstmal weg, um auch Linien öffnen zu können, eben für den Läufer dann, um Schach zu geben. Den Bauern muss ich decken und ich glaube, dass gerade jetzt nochmal stärker ja die Drohung F5 ist, um dann Deckung von dem Turm runterzunehmen. Der hat ihn jetzt gedeckt, dadurch habe ich keinen direkten Angriff mehr, der mit dem König hier durchschlagen würde, aber ich habe zumindest jetzt einen Freibauern hier auf der D-Linie erzeugt. Machen wir es mal ein bisschen kompliziert. Ah, oh, schlecht. Er kann hier schlagen. Ja, das ist das Ende. Das ist das Ende. Ich wollte es komplizierter machen und habe es mir zu kompliziert gemacht. Wollte hier schlagen mit Schach oder wenn er schlägt, zurückschlagen und mit Doppelangriff den Bauern und den König unter Feuer nehmen. Aber der Doppelangriff hier ist natürlich viel zu stark. Der Läufer hatte eine Aufgabe von E7 aus und der wird da nicht mehr gerecht, wenn er sich nach F6 stellt. Und er stellt sich natürlich auch noch zusätzlich in den Doppelangriff rein. Ja. Ja, vermutlich aufgabereif, weil was soll daraus noch werden? Ich sehe nichts, wo das noch hinführen könnte. Der Bauer hier fällt direkt als nächster auf F5 und ja gut, wenn, dann verpasst er es, mich rechtzeitig aufzuhalten, aber auch das scheint nicht der Fall.
Herzlichen Glückwunsch, Slim Shady 10. Mann, jetzt überholt er mich im Rating. Nicht cool, aber es hilft nichts. Es ist Zeit aufzugeben. Vielen Dank euch fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich hoffe, dass ich dann eine bessere Performance an den Tag legen kann. Macht's gut, bis dann. Wie immer freue ich mich über Herausforderungen. Wenn ihr mir hier auf Leechers folgt, wenn ihr mir bei YouTube folgt, wenn ihr ein Video bewertet, Daumen hoch, Daumen runter, wenn ihr mir Feedback gebt und auch wenn ihr mir sagt, wo in der Partie ich Unsinn gespielt habe, aber den größten wahrscheinlich hier am Ende. Macht's gut, bis dann. Ciao.